Wie OP ist das denn? Tja, wie OP ist das denn? Tja, heute stelle euch mein Trick vor. Und ihr Trick ist, wie schnell schafft man ein Amiibo zu trainieren? Ganz einfach, ein tiefer Boss erstellen und alle auf Level 9. Ach, ist das nicht herrlich? Tja, und das Problem ist, alle gehen auf den anderen los. Tja, so hab ich's vor. Tja, und darum geht es hier in diesem Match. Ihr seht, 8 Bowser, 7 Bowser und alle gehen auf einen los. Richtig. Da hat der andere keine Chance mehr. Tja, ihr seht, es ist die beste Taktik, wie man einen Charakter auflevelt. Alle gehen auf einen los. Wie OP ist das denn? Das ist so OP, oder? Tja, das ist die beste Mittel. Also, 8 Bowsern ist ein Beispiel auf Level 9. Alle im roten Team gegen einen blauen. Tja, alle gehen auf ihn los. Alle gehen auf ihn los. So kann man es einfach machen. Wirklich. Ist der beste Mittel, um aufzunehmen. Der beste Mittel, um die anderen aufzunehmen. Tja. Wirklich. Also, das ist schon mal ein kleiner Tipp. Also. Tja, also einfach bloß 8 Bowser, 7 Bowser und ein Amiibo. Tja, wo niedriger ist. Einfach bloß dahinstellen. Und die anderen die Regeln schon. Tja. Und das nenne ich mal wirklich Geografie. Okay. Also, das ist wirklich der beste Mittel. Um Amiibos zu trainieren. Tja, deswegen nenne ich dieses Video auch Bullshit, Bootleg Bullshit, wie kann man ein Amiibo trainieren? Tja, so mache ich, also Bootleg Bullshit, wie kann man ein Amiibo trainieren? Ist doch besser, oder? Also, tja. Also da hat der andere keine Chance, also so schnell kann man Amiibos trainieren. Also wirklich, da hat der andere keine Chance mehr. Also wirklich die beste Mittel. Wow, alle haben noch 24 Leben. Also ich nenne es wirklich Bootleg Bullshit. Alle gehen auf eine los. Tja, also es ist wirklich Bullshit, tja. Der andere Verteidiger, der hat keinen gegnerischen Partner. Steve Bowser's gegen ein Ike. Okay. Da hat der eine keine Chance mehr. Also, das nenne ich so mal Bootleg Bullshit. Tja, wie schnell kann man da Amiibo trainieren? Also, tja, so nenne ich das mal. Boah.
Also, auf einem Kanal werdet ihr sehen, einfach Blue Rocket. Den tue ich vielleicht in der Videobeschreibung packen, den Link, und da kommt ihr dann dahin. Also, tja. Und da könnt ihr die Video dann angucken. Also, einfach eingeben auf YouTube, Bootleg Bullshit, wie kann man einen Amiibo trainieren? Tja. Und dann kommt ihr zu diesem Video und dann zeige ich euch, wie das geht. Also, tja. So einfach geht es. Und der Amiibo hat... Also, Blade hat gar keine Chance. Also, das nenne ich mal unfair. Oh, ein Level Up. Und er wird weiter verwirbelt. Yay! Wie krass ist das denn? Wirklich, wie krass ist das denn? Alle auf einen Amiibo. Als ob er keine Chance mehr hat. Alle gehen auf ihn los. Alle gehen auf ihn los. Alle gehen auf ihn los. Ralalala. Und hat er nur noch fünf Leben oder kriegt er es nicht hin? Ralalala, das ist doch so klar. Also wirklich, Bullet Bullshit, einfach 7 Bowser gegen ein Amiibo, das ist ganz klar. Der unfassbarste Kampf überhaupt. Alle im einen Team. Das ist einfach los. Ach Gott, total crazy. Ich frage mich, welchen Level es so ist, weil... Also wirklich, Bootleg Bullshit, also... Wie schnell kann man einen Amiibo trainieren? Einfach... Ich meine, was ist das schnellste Weg, einen Amiibo zu trainieren? Tja... Und es... Und da präsentiere ich auf meinem dritten Kanal dann hier diese Bootleg Bullshit. Tja, einfach so. Tipps und Tricks, tja. Kann man so sagen, also Bootleg Bullshit. Tja. Und Hardcore ist es auch. Also, wenn ihr diesen Trick sucht, einfach auf YouTube, dann gucken, also tja. Also, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Also, ciao, Leute!